Buen día, Kommissario Costa. Buen día. Ich dachte, Sie sind im Urlaub. Ja, das dachte ich auch. Bringen Sie mir ein Bedenken dafür. Ja. Die Kollegen haben alle Spuren gesichert. Sie haben den Hauptverdächtigen in Haft. Wie sieht das denn aus, wenn wir das populärste Restaurant von Ibiza tagelang geschlossen halten? Ja? Wo doch José Arrabal so ein guter Freund von Ihnen ist. Hey, Costa, wir beide. Wir werden bestimmt keine Freunde, wenn Sie so weitermachen. Sie machen sich überhaupt keine Gedanken um seine Sicherheit. Aber natürlich. Deswegen werden Sie heute Abend ins Wood fahren und die Augen offen halten. Ich soll Babysitter spielen? Sie haben es erraten. Sagen Sie, Costa, eine Frage. Haben Sie ein Problem mit Autoritätspersonen? Keine Ahnung. Aber ich sag's Ihnen, wenn ich eine sehe. Bleib da stehen, Mann! Muss das denn sein? Ist doch viel zu heiß für solche Spielchen. Also komm. Na, mach schon. Hinsetzen. Was war denn das für eine Aktion gerade, sag mal? Und was machst du überhaupt in Casals Wohnung? Soy amigo de Argento. Hast du vielleicht auch einen Namen? Ramon Vargas. Und wieso bist du abgehauen? No tengo papeles. Y no sé por qué me persigue la policía. Argento me ha dejado su piso. Él está en Madrid por un trabajo. Yo estaba de vacaciones y cuando llegué ya no había nada. Ni, él tampoco estaba, ni siquiera. Sei denn, man pflanzt sie im eigenen Garten an. Kennen Sie Argento Casal? Natürlich, der Vorgänger von Felipe Inaki. José hat ihn rausgeschmissen, weil er versehentlich Giftpilze gekocht hat. Das gehört sich auch nicht. Ja, aber trotzdem haben Sie José Arrabal eine Spitzenbewertung geschrieben. Entschuldigen Sie. Arrabal kann doch nichts dafür, wenn sein Koch plötzlich durchdreht. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Carmen Arrabal? Sagen wir mal so, wir sind befreundet. Ich war es, der sich José vorgestellt hat. Schade, dass sie sich in ihn verliebt hat. Sie hätten gerne Chancen, Maria? Herr Kommissar, entschuldigen Sie, schauen Sie sich diese Frau doch mal an. Wer hätte da nicht gerne Chancen? Und wie weit würden Sie gehen, um Chancen bei ihr zu bekommen? Sie glauben also im Ernst, ich hätte Ihren Mann vergiftet, um an Carmen heranzukommen? Herr Kommissar, es tut mir leid, aber Sie waren zu lange in der Sonne. Wissen Sie, was ich gesagt habe? Arrabal brauchte einen Vorkoster. Da waren die Kaiser des Altertums rigoros. Überlebte der Vorkoster die Speise und sprach zudem von Wohlgeschmack, kam die Speise auf den Tisch. Fazit, mit einem Vorkoster wäre das nie passiert. Mehr sage ich nicht. Auf Wiedersehen. Vorkoster. Ich bin's. Ja, die haben mich freigelassen. Können wir uns sehen? Bitte. Ja. Okay. Wie war denn das Verhältnis zwischen José und seiner leiblichen Mutter? Sie hat ihn und seinen Vater verlassen, als er noch jung war. Vielleicht 14 oder 15. Ist über alle Berge mit einem anderen Mann. José hat es nie verwunden. Als sein Vater mich kennenlernte, hat er mir vom ersten Moment an zu verstehen gegeben, dass ich seine Mutter näher setzen kann. Er hat sie über alles geliebt. Sie war Köchin und hatte ein kleines Restaurant. José war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Immer schon. Beim Kochen und im Leben. Leidenschaftlich? Vor vielen Jahren, als seine Mutter noch da war, hat er einem Koch in ihrem Restaurant das Handgelenk gebrochen. Sie war ausgerutscht, er hatte ihr nur geholfen. Aber für José war das wie ein Frevel.
Sein Vater sagte, für José sei sie wie ein kostbarer Besitz, den er verteidigen wollte. Sein Vater und ich haben ein paar Jahre später geheiratet. José hat uns nie besucht. Er war nicht einmal bei der Beerdigung seines Vaters. Einen Moment bitte. Das ist José mit seinem Vater. Josés Frau Carmen. Sie sieht aus wie seine Mutter, finden Sie nicht? Ich bin unterwegs, ja. Señor Arrabal. Señora, was ist denn passiert? Ja, wenn du mich so schön bittest.